Aber nicht, dass ihr glaubt, das Lehrer sein ist nur schrecklich. Es gibt auch viele schöne Momente. Manchmal sind sogar ganze Tage. Von uns Lehrern liebevoll Elternsprechtage genannt. Und ihr könnt zwar glauben, es ist wirklich liebevoll, weil mir fallen da noch ganz andere Bezeichnungen ein. Ich sage jetzt nur die, die unter Lehrern ganz offen kursieren, und ich fange harmlos an. Bußtag. Da büßen wir alle unsere Sünden ab. In vielen Privatschulen heißt der Elternsprechtag wegen der gelifteten Mütter auch Tag des jüngsten Gesichts. Oder Tag der Abrechnung. Na, wegen der gefüllten Kuverts. Und in vielen Schulen heißt der Elternsprechtag einfach nur Tag der Fahne. Kommt halt auf den Bezirk an. Und bei manchen Kollegen heißt der Elternsprechtag einfach nur Speed-Dating. Vorausgesetzt haben wir am Elternsprechtag das Kopierkammerl. Für euch jetzt exklusiv die 6 Fragen, die auf jeden Elternsprechtag verlässlich gestellt werden. Mehrmals. Erstens. Und wie können wir uns verbessern? Wir? Also wie Sie sich verbessern können, weiß ich nicht. Trennen's Müll. Helfen's Sandlern. Retten's Wale. Machen Sie was Gescheites aus Ihrem Leben. Beim David wird es auf alle Fälle reichen, wenn er sich endlich mal auf seinen faulen Arsch setzt und was lernt. Kriegst noch eine Anspritzer.